Küster GmbH. Seit 2002 Ihr Partner aus Remscheid für alle Arbeiten rund um den Bau. 22 Mitarbeiter sind offen für all Ihre Fragen. Vom Straßen- und Wegebau über Abbrucharbeiten bis hin zum Trockenbau. Wir erledigen alles schnell, effizient und zuverlässig. Sie wollen Ihr persönliches Wunschbad? Bei unserer 3D-Planung richten wir uns ganz nach Ihren Vorstellungen. Das Ergebnis erleben Sie bequem auf dem Tablet oder Smartphone. Küster GmbH. Modern, zukunftsorientiert, innovativ. Kalnet Help, jetzt sind wir auf dem heiligen grünen Sofa und ich habe Doc Esser bei mir. Und was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, nicht nur Doc Esser beim WDR am Fernsehen, sondern wirklicher Arzt bei uns hier in Remscheid im Sörner-Klinikum. Ja, absolut. Und jetzt übrigens, jetzt kommt der Hammer, das wird schon seit fast 5 Jahren. Ich gehe jetzt ins 5. Jahr rein. Ey, das ist, die Zeit ist vergangen, ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Was macht mehr Spaß? Reelle Fälle im Klinikum oder den Leuten Sachen erklären im Fernsehen? Also für mich macht es genau die Mischung. Ja, wenn ich hier 2 Wochen gearbeitet habe, dann denke ich mir immer, boah, scheiße, Fernsehen ist so gut, ich muss dringend wieder zum WDR. Dann habe ich eine Woche da gearbeitet, dann fehlt mir die Arbeit wieder vor Ort am Patienten. Also das ist ja schon etwas, was, glaube ich, die Leute auch merken. Das liebe ich schon. Ich mag Leute anpacken, ich mag die untersuchen, ich mag gerne Leute kennenlernen. Und so kennenlernen, wie ein Arzt seinen Patienten kennenlernt, das hast du eben beim Fernsehen nicht. Und deswegen liebe ich die Arbeit schon hier. Und wie ist das? Ist es manchmal im Sörner-Klinikum, dass der andere dann da hinkommt und sich den Arzt anguckt und sagt, sind Sie nicht Doc Esser aus dem Fernsehen? Ja, das hat jetzt schon sehr, sehr zugenommen, wobei mittlerweile die Remscheider mich ja schon gewöhnt sind. Ich bin ja so das Remscheider Haustierchen geworden und die nehmen mich einfach so mit, so wie sie mich halt kennen aus den Zeitungen und vom Fernsehen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Umgang. Wir sind heute hier bei einer Charity-Veranstaltung zum Thema Hospiz. Mhm. Was sagst du zu dem Thema als Arzt? Wie wichtig ist sowas, dass man die Leute bei der Sterbehilfe begleitet? Also man kann nur Horst Leuser hier bedanken und immer wieder sagen, was für eine tolle Aktion das hier ist. Es gibt viel zu wenig Hospize, die müssen finanziert werden. Das ist eine tolle Arbeit, die da geleistet wird. Mein bester Freund ist im Hospiz verstorben, sehr jung, ja, mit damals 41 Jahren. Und ich habe ihn sehr, sehr lange in seiner Krebserkrankung begleitet, eben nicht nur als Arzt, sondern eben auch als bester Freund. Und natürlich auch in meiner täglichen Arbeit als Arzt habe ich es mit Sterbenden zu tun und weiß eben, würdevolles Sterben ist nicht so einfach. Und wenn man das sieht, voller Saal, die Leute sind da für ein Charity-Event, ist es gut, ne, dass Remscheid sich sozusagen auch zeigt, dass man das Bergische Hospiz, was kommen wird, unterstützt. Remscheid zeigt Flagge. Also ich finde das sensationell und hoffe natürlich, dass hier auch weiter so geboten wird. Ich habe ja eben mitgemacht. Die Baggerfahrt, die hätte ich mir noch gegönnt. Aber vielleicht kann man ja mit Dormann was ausmachen und nochmal eine Spende ausarbeiten, oder? Sagen wir mal so, ich würde es dann noch tatsächlich machen. Das fand ich sensationell. Die Bank fand ich auch genial, hätte dafür jetzt aber 1000 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Ich hätte auch nicht den Garten, wo die reingepasst hätte. Aber nein, es ist wirklich eine tolle Aktion. Ich freue mich jetzt schon, wenn man hier die Summe sieht. Also du kannst sie gerade nicht sehen, ich sage es einfach mal den Zuschauern. Wir sind ja jetzt schon mal über 60.000 Euro. Das ist toll. Das ist sensationell. Und dann kann man immer wieder sagen, das Maut hier, ein Einzelner hat eine Idee und die setzt er um und es funktioniert. Machen, machen, machen. Mein Motto. Doc Esser, Dankeschön für dieses Gespräch heute hier bei Kalnet Help. Tschüss.